Hallöchen, ihr Banausen da draußen und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Minecraft Revolution. So, ich bin immer noch Bedrock am Abbauen hier, natürlich. Ist ja wohl klar. Wir brauchen ja noch ein bisschen, denn das nächste Ziel ist jetzt natürlich das Bedrock Jetpack. So, mir kommt es hier auch extrem laut vor. Eigentlich nicht, okay. Aber gut. ja, wir haben letzten Male einige Quests fertig gemacht. Die letzte Aufnahmesession ging ja relativ gut ab, was das angeht mit dem Quest. Wir hatten letztes Mal den Obstgarten weitergebaut, soviel ich noch weiß. Ansonsten könnten wir natürlich hier auch andere Quests weitermachen, wie wir Bock haben. Ja, Chromatic Craft muss ich mir noch ein bisschen mit auseinandersetzen. Wir brauchen noch alle Dinger hier, da würde ich aber mit dem Jetpack erst machen. Soundcraft. Schauen wir mal. Wir können das eben noch bauen. Bronze Swordblade und Crossbow. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Bronze. Gold. Wir haben gar keine Bronze da, alles klar. Wir brauchen. Haben wir da euch schon? Crossbow? Hallo? Achso. Nehmen wir mal rauf, Fisch. Fischi. Wollte schon sagen, haben wir doch schon. Elomite Cleaver und Menulin Crossbow. Einen ganzen Crossbow. Okay. Elomite. Elomite kriegen wir, glaube ich, auch hin. Die Frage ist ein Crossbow. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen dieses Limb. Dieses Teil. Und, ein Tough-Bein, den braucht man auch, ne? Und einen String. Und einen String. Wir brauchen einmal dieses Teil. Das kostet 5. Bis da haben wir viel zu wenig von dem Zeug. Dieses String-Ding brauchen wir noch. Die String-Ding. wir brauchen Holz. Mal kurz ein bisschen. Bitte. Danke. So, gib mal ein paar Patterns hier. Na, schön. So, wir brauchen noch die Strings. Und wir brauchten noch die Tough Rod, aber die Tough Rod haben wir, glaube ich, schon. String. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist egal, ne? Das Ding brauchen wir, glaube ich, nicht, oder? Das können wir, glaube ich, auch gar nicht aus Stein bauen, meine ich. Nicht, dass ich wüsste. Wollte schon sagen. Da muss man nämlich irgendein anderes Material für haben. Habe ich nicht gerade das andere Ding auch gebaut? Wie schon verblüfft. Ja, klar, habe ich da eine Tisch. Dann müssen wir noch gießen. Wo ist es hin? Hallo? So. Danke. Genau, für den Cast. Genau. Dann brauchen wir. Was brauchen wir noch? Tough Binding. Ich glaube, das haben wir schon alles, hoffe ich. Gucken wir mal kurz. Schon mal alles vorbereiten. Menulin müssen wir da natürlich noch haben. Wir brauchen den Crossbow. Das Tough Rod. Crossbar brauchen wir nicht. Ne, warte mal, was brauchen wir denn? Ein Crossbow. Ich setze jetzt. Warte mal. Crossbow ist doch noch Armbrust. Ich bin doch nicht blöd, ne? Ja, genau, klar. Natürlich. Na gut. Das heißt, wir brauchen das. Dann brauchen wir noch das Ding. Das gießen wir mal kurz. Die Cast davon. Mach ich mal vom Acker. Da ist es. So. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch einen String. Gucken wir mal. Crossbow. Ja, muss ich natürlich gleich mal gucken, wie das Ding hieß. So, die Cast haben wir auch fertig. Sehr gut. Dann brauchen wir eigentlich nur noch den String. Aber wir haben viel zu wenig Menulin, weil wir brauchen 7. Ja, zu viel. Elomite haben wir tatsächlich noch da drin. Kobalt haben wir noch ein. Das heißt, wir müssen Kobalt und Ardite haben.
noch, was wir gerade nicht haben. Leider. Leider nicht. Okay. Kobold und Adert haben wir, glaube ich, keins mehr. Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, wir haben gerade so viel geholt, dass wir da die irgendwas von bauen konnten. Ich weiß nicht, ja, hier die Sachen, genau. Alumite könnten wir uns noch ein bisschen mit beschäftigen. Da brauchen wir halt ein bisschen mehr. Aluminium habe ich gerade ja gehabt. Wo ist es? Da. Ne, da ist Tin. Toll. Haben wir überhaupt noch Aluminium? Genug Aluminium vor allen Dingen. Wir brauchen 5 Aluminium. Ne, 5 Eisen waren es doch, oder? Wir brauchten Eisen auf jeden Fall. Aluminium, Obsidian. Das Indium. Cadmium. Da ist ein bisschen Aluminium, viel zu wenig. Haben wir noch irgendwo Aluminium rumfliegen? Das ist die große Frage gerade. Tin? Indium? Das sieht schlecht aus, ne? Gold, Kupfer? Ich glaube, das sieht schlecht aus mit Aluminium. Das sieht schlecht aus. Wir haben kein Aluminium mehr. Das ist natürlich übel. Genau, wir hatten... Ach ja, wir brauchen... Braucht man nicht für den Digital Miner irgendwas? An Bedrock? Ja klar. Für den Roboter. Wir hatten doch schon alles vorbereitet. Ja sicher. Warte mal. Gib mal die Sachen her. Ich glaube, wir hatten noch alles vorbereitet dafür. Oder nicht? Chest? Die beiden Teile? Ne, gar nicht. Die beiden Teile. Stimmt noch Osmium? Osmium? Das hatten wir hier irgendwo. Da. Osmium. Und in dem... Ne, warte mal. Hier oben war der Bedrock, ne? Ja. Da kommt der Alloy. Und da kommt das. Und da haben wir den Roboter. Und dann können wir den doch, glaube ich, bauen, oder? Roboter in der Mitte. Die Sorter. Nein, du kommst unten hin. Die Sorter links, rechts. Dann hier oben das Ding und die beiden Teile. Und dann kommen noch die beiden Dinger. Und dann haben wir unseren Digital Miner. Haha, genau. Stimmt, wir haben hier unseren Digital Miner. Geil. Cool. Cool, cool, cool. Sehr geil. Das heißt, wir kriegen jetzt Ores. Wir können uns jetzt mal ein kleines System überlegen, dass wir da ein paar Ores rauskriegen. Das ist doch schick. Guck mal. Item Conduits. Können wir noch ein paar bauen, das ist gut. Die Frage ist, wo bauen wir denn auf? Ich würde ja fast sagen, wir nehmen uns jetzt erstmal noch ein bisschen Wood. Ein bisschen Wood. Für ein paar Kisten. So. So. Viel zu wenig, das ist mir klar. So, und ich würde fast sagen, wir bauen... Ne, so tief, wir können den ja gar nicht so weit wegbauen. Da haben wir gar keinen Strom. Sehr intelligent manchmal. Deswegen sollten wir den hier unten irgendwo hinbauen, ne? Vielleicht hier. Warte mal. Wir können ja hier runter. Theoretisch mit dem Strom, da. Ist ja kein Problem. Und da bauen wir den einfach hier unten hin. Hier irgendwo. Was wieder nicht geht, da passt er hin. So. Das steht aber eigentlich blöd. So würde ich den Erde so hier hinstellen.
Dann können wir hinten an eine Kiste Strom, kommt dann, der Strom kommt natürlich von oben. Okay, das ist natürlich doof. So. Gucken wir mal, was wir noch an Stromsachen da haben davon. Wire haben wir auf jeden Fall noch. Pinöpel, haben wir noch Pinöpel irgendwo rumfliegen? Haben wir noch Pinne? Das wäre uncool, wenn nicht. Aber ich glaube eher nicht. Ich sehe nämlich keine. Das heißt, wir brauchen Pinne. Die hießen Isolator. Hießen die Isolator? Nein. Connector hießen die, ne? Diese da. Hardened Clay und Copper. Haben wir noch Hardened Clay? Haben wir noch Clay? Komm, wenigstens Clay. Danke, ja, viel zu wenig. Scheiße. Ja, viel zu wenig jetzt nicht, aber schon zu wenig. Verdammt! Zwei Clay fehlen da, glaube ich. Mist. Aber hinten noch vielleicht irgendwo rumfliegen. Ein Kopper brauchen wir auch. Verdammte Axt. Wir müssen tatsächlich noch Clay holen, ey. Scheiße. Ich gedacht, das kann ich vermeiden. Nein, kann ich nicht. Dann raus hier. Tür auf. Danke. Komm, dann habe ich schon Glück, Clay. Das ist doch schön. Läuft. Sehr geil, reicht schon. Locker sogar. Ach ja, Reis müssen wir auch noch suchen, ne? Für das scheiß Curry, ne? Stimmt, wir haben noch gar keinen Reis gefunden. Ich muss auch noch hier eigentlich umbauen. Habe ich auch noch nicht gemacht. Ich faule Stück. 2, 3, 4 sollten erstmal reichen. So, die brennen wir mal eben. In so einem Schmelter hier. Ach, das war aus dem. War das aus dem Dungeon? Ich weiß halt gar nicht mehr, aus welchem. Ach ja, aus dem einen Dungeon, na klar. Ja, klar! Oh, dauert. Dauert. Ich hoffe, ich komme da runter eigentlich direkt. Könnte mir auch sein, dass das nicht passt. Wire. Da sind dann Wire. Gar nichts. Oh, noch ein paar Wires. Was brennt denn hier? Du. Woran soll man brennt denn hier, ey? Hallo? So, die vier haben wir auch. Pinöpels gehen los. So, haben wir. Jetzt müssen wir natürlich überlegen. Ich muss da unten runter. Da ist ein Pinöpel direkt. Das heißt, ich muss da unten irgendwie hin. So, da so. Passt. Haben wir? Dann können wir den mal kurz hier abreißen? Passt das? Geht das dann? Wenn ich den mit dem verbinden? Ja, cool. Und den dann? Mit dem? Müsste da eigentlich Strom kriegen, oder? Ja, Strom kriegt er. Sehr geil. Cool. So, dann. Ein Kistchen und dann geht das rund hier.
Und dann haben wir unsere erste Query im Prinzip, ist das, wenn man das mal so überlegt, die dann läuft. Ist jetzt natürlich nicht die schnellste wahrscheinlich, aber egal, ob sie läuft. Erstmal. Schnell ist relativ, immer. So. So, dann müssen wir natürlich noch umstellen. Auf Extract Without Signal. Und dann geht's jetzt los. Verdammt, ein zu wenig gebaut, abgebaut. Na, blöd. So wollte ich. Hallo. Guten Tag. Guck mal, das ist ein Kristall. Egal, jetzt nicht. So. Wie rum das ist, ist eigentlich scheißegal. Erstmal. So, alles auf Insert stellen. Das wird sowieso nicht reichen an Kisten. Obwohl für Ores, weiß ich, obwohl es gibt so viele Ores hier verschiedene. Das glaube ich nicht, dass das reicht. Deswegen kann gut sein, dass wir hier dann auch noch lang müssen. Vielleicht hier so. Und hier auch noch Kisten hinstellen müssen. Können wir ja, ist ja nicht das Problem. Insert. Insert. Dann können wir hier noch theoretisch eine drauf machen. So. Insert. Kisten können wir ohne Ende hier draufstellen. Egal. Wir konfigurieren das Ding jetzt erstmal. Erstmal Radius volle Pulle. Minimum. Maximum. Wo sind wir gerade? 48. Also müssen wir da schon mal runtergehen. Ich würde sagen auf 45. Und dann schau mal bitte. Die Visuals. Gucken wir, ob wir auch tiefer sind als hier. Wäre ungünstig, wäre nämlich nicht. Wir sind tiefer als da. Alles klar. Das passt. So. Dann jetzt natürlich, wir nehmen Ores. Alle möglichen. Habe ich ja gesagt. Or Dictionary war das jetzt so. Oder so. Alle Ores. Ja. Sehr gut. Alle Ores auf jeden Fall. Crystal. Gibt es auch Crystals? Crystal. Gibt es das? Nee. Schade. Wie heißen denn die? Egal. Ich weiß jetzt nicht, wie die Dinger heißen. Wir haben jetzt alle Ores. Das reicht erstmal. Dann starten wir einfach mal. 2641 Ores haben wir da. Indium hat er schon rausgeholt. Ich frage mich nur gerade. Achso, Auto-Ejecten muss ich ja noch machen, ne? So. Sehr gut. Läuft. Läuft. Okay, jetzt Indium-Ohr wird natürlich eigentlich. Naja. Egal. Lass mal lachen. 2700 Sachen holt er daraus. Sehr cool. Wir gucken mal kurz nach unserem Bedrock Breaker, würde ich sagen. Der ist noch am Machen. Ah, 6 hat er schon wieder rausgeholt. Sehr cool. Schönes Ding. Das heißt, wir haben schon 22, das heißt 5 Barren haben wir wieder. Passt. Digital Miner, das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist sogar ultimativ gut, weil dann haben wir ein bisschen. Ja, Vorsprung jetzt. Den Digital Miner haben wir dann auch dadurch schon. Das ist schon mal sehr. Oh, da kriegst du CVT-Unit, cool. Oder Ender Crystals. Da brauchen wir noch einen Ender Query und so. Die ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Sagen wir es mal so. Ja, die ganzen Futtersachen. Apropos Futter. Wie sieht das aus hier? Kann ich mal irgendwas essen wieder? Oh, Delighted Meal. Sehr gut. Hauen wir uns nochmal schön in die Pinunse hier. Gut, dann würde ich erstmal sagen, war's das erstmal wieder mit der Folge. Und wie immer würde ich dann sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da.
Lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ansonsten wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal zu einer Runde Minecraft Revolution. Tschüssingen.